Rund 1200 medizinische Versorgungszentren gibt es in Deutschland. Dort sollen ärztliche Angebote gebündelt werden, um dadurch Krankenhäuser in der Region bestmöglich zu ergänzen. Auch in Mindelheim und in Babenhausen gibt es jeweils ein MVZ. Beide gehören zum Kommunalunternehmen Kreiskliniken Unterallgäu noch. Also vom Grundsatz her, wir haben in unserem Verwaltungsrat und im Kommunalunternehmen einen Beschluss gefasst, dass wir die MVZ-Betriebe nicht weiterführen werden. Wir sind daher jetzt in Verhandlung mit niedergelassenen selbstständigen Ärzten und werden wenn diese Verhandlungen erfolgreich sind, werden diese von diesen übernommen. Falls nicht, dann werden wir auch gezwungen sein, diese Betriebe letztendlich zu schließen. Bereits im April hatte Vorstand Franz Huber dem Verwaltungsrat einen entsprechenden Restrukturierungsplan vorgelegt. Vorausgegangen war eine Sondersitzung Ende Januar, in der die wirtschaftliche Situation der beiden MVZ-Betriebe thematisiert worden war. Wir haben in allen beiden MVZs vom Beginn der Gründung an sehr hohe Defizite in allen beiden Bereichen. Ursächlich jetzt gerade in Babenhausen war, dass die chirurgischen Leistungen nicht so etabliert werden konnten, wie man sich das ursprünglich gewünscht hat. Und hier in Mindelheim haben wir einen Sitz für HNO und da war es nicht möglich, dem Kommunalunternehmen einen festangestellten Arzt in Vollzeit zu gewinnen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather. Ihm liegt das Wohl seiner Bürger am Herzen, sagt er, und betont, dass die medizinische Versorgung im Unterallgäu im Fall einer Schließung der MVZ immer noch gewährleistet sei. Dass es überhaupt so weit gekommen sei, hätte aber auch an den Bürgern selbst gelegen. Wir richten medizinische Versorgungszentren für die Menschen ein. Sie sind kein Selbstzweck. Und die Einrichtung ist dann gut und erfolgreich, wenn sie auch angenommen wird. Das war der Anspruch, das war insbesondere immer der Anspruch des Verwaltungsrates, das war die Geschäftsgrundlage, dass medizinische Versorgungszentren unter der Maßgabe und Bedingung eingerichtet werden, dass sie nicht defizitär, strukturell defizitär sind. In Babenhausen kann man nur den Kopf schütteln über die mögliche Schließung des medizinischen Versorgungszentrums mit Schwerpunkt Chirurgie. Wir haben hier in Babenhausen Industrie mit ca. 2000 Arbeitsplätzen. Wir haben hier ein großes Schulzentrum mit rund 1500 Schülern. Und da ist an der Tagesordnung, dass kleinere Verletzungen einfach vorkommen. Und da war es halt bisher immer so, dass die Firmen ihre Angestellten oder ihre Arbeiter hier raufgefahren haben und dass die hier die Erstversorgung gemacht haben. Wenn es was Größeres war, dann hat man es weitergeleitet, entweder nach Mindelheim oder nach Ottobeuren, hauptsächlich nach Ottobeuren. Und ich muss sagen, also für unsere Industrie, für unsere Schule wäre es eine Katastrophe, wenn man jetzt das nicht mehr hätte. Die Gespräche zwischen dem Vorstand des Kommunalunternehmens Franz Huber und den potenziellen Käufern laufen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ob es auch zukünftig ärztliche Sprechzeiten in den MVZ Mindelheim und Babenhausen geben wird, ist derzeit also noch offen.